Hey Leute. Hey. So, ich habe mich verlaufen. Okay. Ich bin irgendwie schlafgewandelt und ich bin auch in meinem Schlafanzug. Kann sein, dass ihr irgendwann mal in die Stadt müsst oder so, oder mir sagen könnt, wie ich am besten in die Stadt komme. Ich wollte sowieso jetzt fahren. Ich nehme dich mit. Oh, cool, danke, Mann. Richtig nice. Glück, dass ich euch hier gefunden habe. Wo es am besten für mich wäre, also ich habe so die Infos bekommen, dass ich mir erstmal Wohnung suchen soll und Hartz IV anmelden soll. Ist das für jemanden so wie mich kein Problem oder muss ich mir erstmal ein paar Brötchen dafür verdienen? Nö, das könnt ihr sofort machen. Okay, dann am besten an irgendeiner Hütte oder so, wo noch was frei ist oder so abwerfen, wenn das geht. Ja, natürlich. Oh, cool, das wäre mega nice. Hosen runter, Schwänze raus. Okay. Hier sind ja lustige Aufkleber drauf. Wo ist der? Ja, direkt vor meiner Nase oben. Hosen runter, Schwänze raus. Oh, Scheiße. Nicht beachten. Okay. Passiert das bei Ihnen öfters, dass Sie schlafwandeln? Nee, das ist das erste Mal gewesen. Da muss ich nochmal mit dem Arzt drüber reden. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ja, das würde mir auch sehr viel Sorgen machen. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Myrotas McMillan und Sie? Ich bin der Kunibert Gabel. Kunibert? Bernd, ja. Ah, interessanter Name. Ja. Sind Sie hier schon lange in der Stadt? Es geht, ja. 2 Wochen. Oh, ich bin gerade hier frisch eingezogen. Ah, und dann, ach Gott, und dann so ein Fauxpas. Ja, genau. Ach du Gott. Ja, vielleicht ist hier irgendwas in der Luft oder so, ich habe keine Ahnung. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Was wollten Sie gleich nochmal machen? Ja, am liebsten erstmal eine Wohnung finden und dann Hartz IV anmelden. Ach ja, stimmt. Genau. Damit ich nur noch in meiner Wohnung schlafwandeln kann. Ja, dann aber Tür abschließen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und Sie waren gerade angeln? Blumen pflücken, ah, das ist ja auch schön. Ja. Legale Blumen? Ja, natürlich. Ja, ansonsten hätte ich sowieso keinem was gesagt. Ach so, ja, dann. Nein, ich habe nicht.
Okay. Und ich bin auch kein Polizist. Okay. Glaub ich Ihnen jetzt mal. Was haben Sie für Blumen gepflückt? Die nennt sich Indigo-Blumen. Ah. Draußen lässt sich blauer Farbstoff kommen. Ah. Der was? Für das Färben von Kleidung ist und so. Ah, und stellst du selber Kleidung her oder willst du nur an den Kleidungshersteller verkaufen? Ja, aber ich habe so Konkretes habe ich noch nichts vor. Ah, und sammelst du die Farbe oder verkaufst du sie? Ich sammle erstmal nur die Blüten. Ja, genau. Wenn wir die abnehmen. Ja. Cool. Ah, ganz schön frei hier die Straße. Kann man ordentlich heizen heute, ja? Ja. Was man halt mit der Karre heizen kann. Kein Stress. So, weiter geht's. Die roten Ampeln übersehen Sie gerne mal. Rote Ampeln? Ja, zum Beispiel die. Ja, jetzt sehe ich es auch. Da bin ich ganz sicher, ob sie eine Rot-Grün-Schwäche haben. Ach ja, genau da oben. Da war das ja. Ah, danke schön. So, wo muss ich jetzt hin? Hier oben. Ah, das Schild klingt jetzt nicht sehr einladend. Das hier oben, das blaue. Ach ja. Vorbesitzer. Okay, alles klar. Ich bedanke mich bei dir. Das sind echt nette Wohnungen. So, dann guck ich mal. Frei, $40 die Stunde, ja, das geht ja. Wird das direkt vom Konto abgebucht? Ja. Ja, das ist gut. Nehme ich mal. Kommt zum gleichen Zeitpunkt dann wie das Hartz IV. Ah, das ist sehr praktisch. Ja, gut, dann miete ich mir das hier mal an. Und, ja. Wo, guck mal, ob ich hier auf meiner Landkarte das Haus markiert sehe.
Nee. Kann ich mir vielleicht eine Markierung setzen? Muss ich mir merken. Ist in der Nähe von der Garage auf jeden Fall. Na gut, na gut. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir und dann werde ich mich mal auf den Weg machen zum Hartz-IV-Amt. Genau. Oder soll ich dich auch dahin fahren? Also, wenn es Ihnen keine Umstände bereiten würde, dann. Oh, nö, ich hab eh nicht wirklich irgendwas zu tun. Ah, okay, cool, cool. Das ist sehr gut. Mal gespannt, wie viel Hartz IV ich bekomme. Kann ich heute vielleicht einen drauf machen? Mal gucken, ja. Ach, hier ist es. Klar, alles klar. Vielen lieben Dank. Sie haben mir sehr, sehr geholfen. Ja, gerne. Dann noch viel Glück beim Pflücken und Sammeln und einen angenehmen Abend wünsche ich Ihnen noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke, ciao, ciao. Hartz IV bitte. Pass? Ich hab doch schon einen Pass, dachte ich. Was? Hartz IV konnte nicht. Ich habe noch keinen Wohnsitz.
So. What? Oh, keine Absicht. Oh.